Willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer neuen spannenden Folge Elite Dangerous Beyond, named der falsche 50er in Svaru. Ja, und in der heutigen Folge werden wir erstens das Jubiläum vorbereiten, weil die nächste Folge ist nämlich tatsächlich schon die 50. auf meinem Kanal. Yay! Und ich freue mich mega, dass ihr diese Reise bisher mit mir durchgemacht habt und hoffentlich auch weiterhin dranbleiben werdet. Wir werden jetzt das Community-Event bezüglich der Kopfgeldbescheinigungen machen. Hab extra die Cobra hertransferiert, die wir uns ja schon lange in der Garage verstauben haben lassen in den letzten Folgen. Und wir holen uns in der Werft mal ganz kurz unser anderes Schiff her. Genau. Please hold the line. Ja, wie gesagt, wird spannend, Leute. Bleibt das auf jeden Fall dran. Weil jetzt gibt's wieder ein bisschen Action auf meinem Kanal mit Elite Dangerous. Und dazu habe ich mir auch schon ein System ausgesucht. Ich habe das bei anderen Kollegen auf YouTube eben auch schon mal ein bisschen recherchiert und so für das aktuelle Community-Event. Und zwar ist Svaru in der Nähe, es ist nur einen Sprung entfernt und bietet gleichzeitig ringmäßig... Moment, ich zeige euch das auch kurz. Ringmäßig... und planetenmäßig durchaus Vorteile. Ihr seht, wir haben hier Asteroidengürtel, wir haben hier Ringe um die Planeten und bestimmt auch Abbaustandorte. Deswegen könnte ich mir jetzt vorstellen, dass wir relativ gut hier auf Piraten treffen. Und das werden wir uns auch anschauen. Allerdings muss ich vorher noch mal ganz kurz das Schiff checken, weil ich mir nämlich nicht ganz sicher bin, wegen den Scannern. Die werden wir vielleicht brauchen unter Umständen. Okay, der ist drin, ja. Passt. Aufklärungsscanner. Ja, hier ist eigentlich auch alles ganz coolio. Mal schauen, ob wir noch irgendwas auftanken müssen. Ach, wir haben die Drohnen noch an Bord. Ja gut, die brauchen wir jetzt natürlich nicht. Nee, da, ansonsten ist alles voll. Nicey nice. Gut, dann legen wir doch auch gleich los und fliegen nach Svaru. Ja, noch ein weiterer Grund, wieso ihr dranbleiben solltet, ist nämlich der, dass ich am Ende der Folge oben rechts im Bildschirm eine Info-Abfragekarte, also eine Umfrage starten werde bezüglich des Jubiläums der 50. Folge Elite Dangerous auf meinem Kanal. Wie wir diese vollziehen wollen. Und deswegen bleibt dran. Das Metall biegt sich unter der enormen Last der Masse und ich kann immer noch nicht springen, immer noch nicht springen, aber jetzt sind wir raus aus der Masseschwere. Los geht's. Oh, ich habe schon so lange nicht mehr gefightet in Elite Dangerous, ich bin es gar nicht mehr gewohnt. Wahrscheinlich platzen wir jetzt gleich, sobald wir im System ankommen. Bin mal echt gespannt, ob wir das hier, sagen wir es mal so, gesund abschließen können, das Projekt. Ganz sicher bin ich mir noch nicht. Aber wir werden es ja gleich sehen. Und ihr dürft mal schön mitfiebern, wenn ihr wollt. So, da sind wir auch schon. Willkommensmusik ist vorhanden. Wunderbar. Wir haben hier die ganzen Belts. Ja, würde ich vorschlagen, nehmen wir doch gleich mal den nächsten einfach. Und schauen mal, ob sich hier so Piraten rumtümmeln. Wobei das ist fast die Frage, ob wir nicht Richtung Planeten eher fliegen sollten. Bam, bam, bam. Gehen wir noch kurz in die Systemkarte. Ich glaube, wir fliegen eher mal hierher. Und schauen mal. Was wir hier so an Abbaustandorten finden. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge,
hier wieder auf böse Jungs zu treffen. Und dann gucken wir gleich mal, ob sich's rentiert, weil ich bin, wie gesagt, mit diesen Community-Events in letzter Zeit beim Fighten jetzt auch nicht mehr dabei gewesen. Wir haben jetzt in den letzten Folgen, für alle, die es gesehen haben, eigentlich fast ausschließlich gemeinert. Für alle, die es nicht gesehen haben, bitte auch gerne nochmal auf meinem Kanal die Playlist auschecken für Elite Dangerous. Da sind einige spannende Folgen dabei. Die letzten 50 Folgen seit Anfang Januar waren auf jeden Fall eine emotionale, spannende und vor allem auch sehr lustige Reise. Und ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal wirklich ganz, ganz speziell an meine bisherigen schon Abonnenten und natürlich auch an meine zukünftigen, sowie auch an die tollen Commanders, die alle kommentiert haben, die mir geholfen haben, die mir wertvolle Tipps fürs Spiel selber gegeben haben, auch Feedback zu meinem Kanal, zu meinem Let's Play, und die immer an meiner Seite waren und mich unterstützt haben. Dafür nochmal herzlichen Dank, vielen Dank, toll Leute, dass es euch gibt. Ja, genau, jetzt haben wir es dann gleich. Mein 3000 Lichtsekunden ist dann doch eine kleine Reise, ne? Aber unsere Cobra gleitet was all. Unsere Cobra. Habe ich jetzt Cobra gesagt? Weiß es nicht. Ja, und demnächst wird es auch wieder einen Livestream geben. Und da kommen wir jetzt auch zum Schluss nochmal dazu. Werden wir uns nochmal ganz kurz hier unterhalten, wie wir das gestalten möchten für Elite Dangerous. Und dann werden wir es ja sehen, was ihr dann so die Tage dazu sagt. So. Ja, das mit der Schubtaste, Andy Pro hatte das, glaube ich, in den Kommentaren erwähnt. Werde ich mir jetzt auch nochmal zu Gemüte führen und auch mal offscreen nochmal austesten. Weil nicht, dass wir dann an der Station zerschellen. Auch das würde ich schaffen. Ihr werdet euch wundern, alle, die ersten Folgen auf meinem Kanal Elite Dangerous kennen. Ja, die haben es gesehen. Ja, genau, da wollen wir hin. Hoher Rohstoffanbaustandort. Das wäre was, was ich mir durchaus gut vorstellen könnte hier. Jetzt gehen wir mal hier kurz raus. Also wie gesagt, die gefährlichen, da wollen wir uns jetzt definitiv nicht dran trauen. Momentan. Vor allem nicht mit der Cobra MK3, da brauchen wir dann ein deutlich besseres Schiff. Vielleicht doch nochmal die Vulture. Mal gucken. Die steht ja auch noch aus. Oder vielleicht dann später auch zum Kämpfen dann doch ein bisschen die Chieftain. Diese Tipps habe ich mir nämlich auch geholt. Bei Kollegen. Ah, damn. Das war nicht das, was ich wollte. Mann, oh Mann. So ein Salat. Macht aber nichts. Die 771 Kilometer reißen wir auf eine Arschbacke runter. Engage. Und wieder haut's mich raus. Juhu. Das hat sich rentiert. Aber unsere FSA-Abkühlung ist ja relativ flott. Deswegen tut uns das auch nicht wirklich weh. 2-1. Los geht's. Na gut, 50 Kilometer entfernt. Passt mir eigentlich nicht so gut. Ist doch noch recht weit, aber wir können ja nebenbei schon mal Ausschau halten, ob wir schon irgendwo Schiffe sehen. Ja, ich bin jetzt auch in der Massensperre. Also ich kann jetzt da tatsächlich auch in der Massensperre, ich kann da tatsächlich jetzt nicht nochmal jumpen. Diese knappen 1-2 Minuten und Boost vielleicht etwas schneller als 2 Minuten
Müssen wir uns jetzt leider kurz geben, das hilft nichts. Aber wir sehen ja auch schon andere Schiffe, wenn ich das richtig sehe, oder? Nö, nicht wirklich. Dun, dun, dun. Flight Assist on. Flight Assist off. Flight Assist. Tschüss. Weiter geht's. Hopp, 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 hopp. Ich will jetzt kämpfen. Ich möchte jetzt endlich ein paar Piraten ihre Windschutzscheibe einballern. Sag mal. Für solche kleinen Cutscenes wären auch so Fahrstuhlmusik angenehm oder so. Oder Hardcore-Techno. Ähnelt sich ja beides sehr. Aber macht nichts. Jetzt haben wir es dann gleich geschafft. Und gleich werden uns auch die ersten Schiffe so ins Auge springen, denke ich mal. Und dann bin ich gespannt, ob es uns gleich zerreißt. Oder doch erst etwas später. Wir fahren mal unsere fetten Bordkanonen aus. Einen Impulslaser haben wir auch noch dran. Und dann werden wir gleich sehen, ob wir eine Chance haben. Aber wenigstens haben wir eins ein bisschen gelernt beim Minern, was uns beim Kämpfen auch zugute kommt. Und zwar das Navigieren zwischen den Asteroiden. So, und das sind jetzt tatsächlich auch schon Schiffe. Scan detected, I know it. Moment, ich muss mich erstmal wieder mit meiner Joystick-Belegung auseinandersetzen kurz. Ah, genau. So, weiter geht's. Wir haben hier eine Chieftain. Ich habe noch keine Ahnung, was eine Chieftain als Kopfgeld bringen würde, theoretisch. Das weiß ich noch nicht. Sauber. Eine Viper. Sauber. Eine Vulture. Sicherheitsdienst, die ist auf jeden Fall sauber. Ein Igel. Auch Sicherheitsdienst, okay. Eine ASP, die ist bestimmt nicht böse. Doch, die ist böse. Wow, eine böse ASP Explorer. Ist ja auch nice. Ist ja auch nice. Aha, interessant. Wird jetzt auch gleich angegeben, wie viel Zeit die Sicherheitsbehörden ankommen, um das Schiff zu attackieren. Und gewarnt, dass es ein Sektor mit geringer Sicherheit ist. Das ist gut. Gut. So eine Notmeldung zwischendurch. Okay. Los geht's. Damn it. So, Tötungsbefehlsscanner haben wir auch mal angeworfen. Und wir haben 68.000 bekommen. Das ist doch mal ein netter Anfang. Ein netter Anfang. Mission completed. Haha, noch lange nicht. So, was haben wir noch für schöne Geschichten hier? Sicherheitsdienst, Sicherheitsdienst, sauber, Type 9. Also wenn der ASP Explorer schon gesucht ist, dann könnte es auch theoretisch ein Type 9 sein. Ah, eine Kobra. Dich kennen wir noch nicht. Komm mal her, mein Freund und Kupferstecher. Ah,
Du bist auch sauber. Und du? Du kompetentes Kerlchen? Auch sauber und im Geschwader, okay. Oh, Federal Assault Ship, das wäre spannend. Und es wird beballert. Und es ist gesucht. Und das ist doch genau die Sorte von Kollegen, die wir hier brauchen. Und der Tötungsbefehlsscanner arbeitet auch schon für uns, so wie auch die Systembehörden. Ja, wir haben ihn erfasst. Hab mir aber noch ein bisschen zu wenig Schaden. Da möchte ich noch mal kurz abwarten. Bis die Hüllen angegriffen werden und die Schilde runter sind. Und jetzt kommt er dann auch in Feuergefechte hier. Aber das dauert mir irgendwie ein bisschen lang. Aber wahrscheinlich hat er gutes Kopfgeld dabei. Gucken wir mal. Ja, 120.000. Das ist gar nicht mal so übel. Das würde ich schon ganz gern mitnehmen. Das würde ich schon ganz gern mitnehmen. Hallo Heike! Du bist aber ganz schön zäh. Aber die Frage. Ah! Wow! Wow! Wow, wow, wow! Ich bin die Steuerung von meiner Cobra nicht mehr gewohnt. Wenigstens habe ich ihre Schilde runter. Und selber keinen großen Schaden genommen. Das war doch taktisch ganz klug. Los geht's. Mach mit. Energie auf die Waffen haben wir noch vergessen umzulegen. Jetzt geht's los hier. Das interessiert mich nicht. Du stirbst, Heike. Böses Mädchen. Oh, aber es ist ganz schön schwerfällig, das Ganze hier. Ich krieg dich. Ach, come on. Nicht weg. Nicht wegspringen jetzt. Ja klar, jetzt greift sie mich natürlich an. Jetzt greift sie mich natürlich an, aber es bleibt spannend, liebe Freunde. Oh, jetzt brauche ich natürlich wieder... Oh, oh. Scheiße. Oh, no. Ich hab's befürchtet. Ich war wieder zu übermütig. Ja, danke, Heike. Blöde Kuh. Ach, shit. Das ist echt bitter. Na gut, okay. Ja... Na gut. Na gut. Da sind wir wieder. Wieder unter den Lebenden. Fast hätten wir sie gehabt, aber dann hat sie uns leider von Tal dann doch noch relativ schnell klein gekriegt. Wir können auch mal hierher schauen, der ist näher natürlich. Wobei, auch nicht wirklich nah, ist beides. Sogar der da ist näher als der, okay. Interessant. Interessant. Na gut. Dann wieder zurück dahin, wo wir jetzt gerade geplatzt sind. Macht aber nichts. Gehört zum Spiel dazu. Gell, Arnold Station? Ärgerlich, aber man kann es nicht immer ändern.
So. Dun, 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 dun. Moment, da ist noch was Näheres, sehe ich gerade. Rohstoffabbaustandard. Jetzt weiß ich aber nicht, ob der gefährlich ist oder irgendwas, aber wir checken die Maus. Wir checken die Maus. 1, engage. So. Der ist natürlich deutlich näher. Macht Sinn. Ich will ja nicht eure wertvolle Zeit mit Rumfliegerei jetzt hier wieder vergeuden. Sondern, ja, vergolden schon, aber nicht vergeuden. Und deswegen nehmen wir hier mal die nähere Wahl. Und schau mal, was sich hier... Ah nein, der ist gefährlich. Der ist gefährlich. Ach schade. Den gefährlich mag ich nicht. Nee. Haben wir sonst noch einen in der Nähe? Achso, das ist aber gar nicht der. Okay, ja gut, wir schauen mal. Wir schauen einfach mal. Wir werden es ja gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Und wahrscheinlich spüren. Aber doof, dass sie dann so weit weggeflogen ist. Na klar, sie wollte sie in Sicherheit bringen natürlich. Ich habe sie verfolgt. Das Einzige, die Systembehörden hatten kein Interesse dran. Das war natürlich etwas suboptimal. Ich hätte ja dann nicht hinterherfliegen dürfen. Oder zumindest sie nicht weiter beballern, bis die Systembehörden auch wieder eingreifen. Oder sie natürlich in dem Fall weggesprungen wäre. Ne? Das hatte sie ja vor. So. Man lernt. Dangerous ist lernfähig. Manchmal. Und da sind wir auch schon. Diesmal näher dran. Wir wissen nicht, welche Gefahrenstufe dieser Abbaustandort hat. Das ist auch lustig. Fangen wir mal mit kleineren Schiffen erstmal an. Ich bin noch etwas lediert und geschockt. Wir sind im Geschwader, das sind die zwei, ne? Ich scanne dich nur, ich tue dir momentan noch nichts. So, was würdest du mir bringen? Nix. Ah, weißt du was? Ein Igel und ein Sidewinder, die müsste ich doch platt machen. Das muss doch gehen. Wow! Okay, 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 ich hab's kapiert, ich hab nicht mal gegen Sidewinder und Eagle eine Chance. Nee, nee, ich will hier raus. Oh Mann. Ja, eject, ist ja recht. Super, tolle Scheiße, Entschuldigung für den Ausdruck. Ich glaube, ich sollte das diese Folge wirklich zum allerersten Mal komplett als Let's Fail bezeichnen. Ist ja ätzend, ey. So. Was können wir denn hier noch so am Schiff vielleicht ein bisschen verändern? Ich bin irgendwie... Also gar nichts. Okay, hier nicht. Ich bin irgendwie nicht so ganz glücklich mit dieser Situation hier. Ich komme nicht mal gegen eine Eagle und eine Sidewinder zurecht mit meiner Cobra MK3. Das kann ja nicht sein. Vielleicht habt ihr hier auch Tipps, wie man die natürlich mit möglichst wenig Geld möglichst sinnvoll ausstatten kann, dass die auch ein bisschen besser wird. Oder sagt gleich, schmeiß sie über den Haufen und kauft dir das und das nächste Schiff.
könnt mir gerne Tipps und Feedbacks in den Kommentaren geben. So, einen dritten Versuch starten wir jetzt noch. Aber nicht gefährlich, definitiv nicht. Sondern wir fliegen wieder zu dem hier. Der wäre wahrscheinlich ganz okay gewesen, wenn ich wieder so nicht so sinnfrei gehandelt hätte. Gerade sage ich, ich bin lernfähig und dann mache ich sowas. Aber, wie gesagt, ich dachte mir eigentlich, dass ich mit einer Eagle und mit einer Sidewinder zurechtkommen müsste. Aber die waren, glaube ich, auch Experten, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das bin ich noch lange nicht kampfrandtechnisch. Somit, ja, einfach ein Fail. Der zweite in dieser Folge. Aber ich kann es nicht ändern. Gehört einfach ab und zu, wie ich schon gesagt habe, dazu. Und man sagt doch auch immer so schön, erstens das und zweitens sagt man doch auch immer so schön, alle guten Dinge sind drei. Und das ist jetzt Versuch Nummer drei. Vielleicht kriegen wir es jetzt ein bisschen besser hin als die letzten ersten beiden Versuche. Muss ich sogar selber lachen über meine eigene Dummheit. Aber besser man lacht über sich selbst als über andere. So. Next try. Das dauert mal zu lang. Gib Gas. So. Und jetzt geht's raus. Und weiter geht's. Erstmal zum zentralen Abbaustandort Navigationsboje fliegen, dass wir die Schiffe auch alle richtig spawnen. Genau. Und wir sehen schon einige. Unter anderem eine Viper. Ich greife die aber jetzt nicht voran, bevor die Systembehörden nicht eingreifen. Mache ich nicht mehr. In der Folge zumindest. Der ist gesucht tatsächlich, der Kollege. Wollen wir mal scannen. Los geht's. Damit wir schon mal wissen, worauf wir uns einlassen. Scannen wir mal alles hier durch, was gesucht wird. Und schauen mal, was uns das bringen würde. Na, 30.000 immerhin, besser als nichts. Was haben wir noch so? Imperial Eagle, auch interessant. Gesucht. Und im Geschwader. Was würdest du uns denn so an Geld bringen? Nix. Okay, auch toll. Prima. Wen hast du denn als Kollegen dabei? Eine normale Igel. Der bringt uns auch nichts. Und der dritte im Bunde ist auch eine Igel. Na gut, aber es sind Experten dabei wieder in dem Wing, also das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Nee, der Drakan war da. Experte. Und jetzt geht hier die Falterei los. Genau auf das habe ich gewartet.
auf Drakan. Ja, aber das kann wahrscheinlich eine Weile dauern. Da müssen wir jetzt wirklich warten, bis da ein bisschen unten ist, weil es macht keinen Sinn, sich da jetzt wieder kaputt zu machen mit. Dann helfen wir mal diesen Mini-Geschwader, aber bis die die große Viper MK5 da down haben, das kann wahrscheinlich dauern. Wir fliegen im Kreis herum und warten, bis wir können Drakan bringen um. Toll gerannt, Dangerous. Ja. Drakan. Also bis der mal ein Schild verliert, das kann echt dauern. Also das ist tatsächlich... Ich frage mich, ob ich nicht derweil erstmal ein anderes Schiff ins Visier nehmen sollte. Aber es sind ja nur die hier. Das ist ja das Problem. Das kann ja Stunden dauern. Ich frage mich gerade, ob das hier wirklich Sinn macht, diese Aktion abzuwarten. Und ich glaube nicht. Was haben wir denn bei der Boje irgendwo? Sind wir jetzt doch schon wieder ein Stückchen entfernt. Und schauen wir mal, was hier sich so noch so rumtümmelt. Na gut. So, wir sind wieder an der Boje. Es sind auch ein paar neue Schiffe da, definitiv. Schauen wir mal, was sich so rumtreibt hier. Wir haben hier ein Type 7, Type 7. Naja, also furchtbar interessant ist auch das hier nicht. Aber wir schauen mal. Type 7. Auch sauber. Noch einer. Auch sauber. Na gut, nein, also da kommen wir hier definitiv nicht weiter. Nö. Recht boring hier. Na gut, dann schauen wir noch mal weiter hier. Zurück zu unserem Ringchen hier. Und gehen dann bei der Geschichte mal ein bisschen... check's gerade nicht. Was ist hier los? Gehen dann noch mal ein bisschen. Hä? Ja. Ich möchte bitte einfach nur hierher. Danke. Gut. Fahren wir die Waffen mal ein. Boah. Okay. Und ja genau, dann gehen wir da nochmal in einen hohen Abbaustandort rein und schauen, dass wir hier vielleicht noch das ein oder andere
abgreifen können. Das wäre nicht schlecht. Weil ich möchte die Folge zumindest noch erfolgreich in Anführungsstrichen beenden. Aber wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen. Haben wir leider noch mal einen kurzen Flug dahin, das hilft uns alles nichts. Aber wie gesagt, eigentlich sollte es uns jetzt auch nicht mehr so schnell passieren, dass wir platzen, weil ich möchte es jetzt, wie gesagt, so von meinem Fighting-Gameplay her ein bisschen anpassen, justieren, etwas vorsichtiger agieren auch, weil es bringt einfach nichts. Wenn es uns hier nur zerreißt, das kostet Geld, wir verlieren die Bescheinigungen und fürs Community Goal bringt es uns auf die Art und Weise auch nichts. Also somit dranbleiben und dann kriegen wir das hin. Das hat jetzt auch nichts gebracht, das war jetzt auch eine sehr sinnfreie Aktion. Ja. Also für alle, die jetzt neu dabei sind, ich bin in der Zwischenzeit, seit Januar, wo ich mit dem Spiel durchgestartet bin, deutlich besser geworden. Das ist heute wirklich mal eine Folge, wo alles schief geht. Es gibt solche Tage tatsächlich, auch bei mir. Aber es hilft nichts. Ich habe einfach zu lange nicht mehr gekämpft. Muss mich auch offscreen jetzt mit dem Joystick nochmal ein bisschen beschäftigen und mit den Belegungen. Und dann zum Jubiläum hin, zur 50. Folge Elite Dangerous mit Dangerous LP, gibt es dann natürlich Bounty Hunting nach allerfeinster Manier. Und hoffentlich auch erfolgreich. Jetzt hat es mich schon wieder rausgehauen, oder? Nein, was ist denn da los? Ich hänge jetzt direkt in der Masse von diesem Planeten drin. Das ist ja nervig. So, ich muss hier jetzt mal weg von diesem Ding da. Und ich glaube, nee, wir müssen einfach hoch. Wir müssen jetzt mal weg hier aus dieser Masse, aus dieser Ringmasse. Was uns gerade irgendwie nicht gelingt. Also irgendwie schaut es wirklich fast so aus, als würde man da festhängen. Na gut. Ein bisschen besser geht's. Ah, aber es ist echt zäh. Es ist wirklich zäh. Ah, lass mich raus. Wahnsinn. Wenn man mal irgendwo drin hängt, massetechnisch, dann schaut's schwierig aus. Aber jetzt gehen wir allmählich hoch. Von der Geschwindigkeit her. Besser. Allmählich geht's bergauf. Allmählich geht's bergauf. Ich dreh durch. Jetzt lassen wir dann allmählich raus. Dann bin ich mal gespannt, ob wir es jetzt doch noch schaffen, ein bisschen was einzufangen hier im Laufe der restlichen Folge. Ja, jetzt passt das mal, aber jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen an Geschwindigkeit gewinnen, weil so brauchen wir ja 8 Tage, bis wir am Ziel sind. Das wollen wir natürlich auch nicht.
Aber in der Zeit kann ich jetzt mal kurz einen Schluck Wasser nehmen. Space Water. Und ihr seht, es läuft. Es geht bergauf. Sind wir doch mal nicht so, oder? Lass mal den Dangerous LP doch mal leben. Diese faule, olle Tomate. Let's fail Elite Dangerous Beyond. Ich weiß nicht, ob sowas zum Ansehen für euch dann auch mal zwischendurch amüsant ist, ob man da auch mal drüber lachen kann bei sowas, wenn eine Folge mal so richtig im Eimer ist. Oder ob ihr sagt, okay, bitte lieber Dangerous, wenn das passiert, lass die Folge weg, nehm neue auf, mach was anderes, schneid's raus, wie auch immer. Haut's mir in die Kommentare rein als Info, wie ihr das persönlich seht. Ich persönlich würde sagen, zwischendurch, solange es nicht dauerhaft so ist, ist so eine Fail-Folge auch mal ganz witzig zum Ansehen. Würde ich jetzt von meiner Seite als Zuschauer so sehen. Aber wie gesagt, kann ja sein, dass die Mehrzahl meiner Zuschauer sagt, nee, mach keinen Bock, dann sagt mir bitte einfach Bescheid. So, Svaru 1. This is Svaru number 1. Und nicht Mambo number 5. Und jetzt haben wir es dann auch gleich. Jetzt sind wir auch recht flott unterwegs. C war die Einheit für Lichtgeschwindigkeit, glaube ich, gell? Wenn ich es richtig im Kopf habe, aber ganz sicher bin ich mir nicht. So. Und wir sind da, wo wir hinwollen. Sehen wir denn die Abbaustandorte schon? Ja. Sehen wir. Ich bremse schon mal ein bisschen ab. Wir sind ja doch relativ flott unterwegs gerade. Ja, für alle, die es nicht wissen, perfekte Annäherung, Restsekundenzeit an Objekte und Sprungorte ist immer so zwischen 7 und maximal 10 Sekunden. Drunter soll es nicht sein und drüber dauert es halt zu lang. Und das kann man eben mit dieser Schubtaste 75%, wenn man die auf der Tastatur belegt, besser steuern. Das werde ich jetzt eben demnächst auch machen. Ich vergesse es nur immer vor der Aufnahme. Ja, Andy Pro wird mich rügen. Aber wie gesagt, macht absolut Sinn. So. Und jetzt haben wir es dann gleich geschafft. Und dann kriegt noch jeder ein Eis und dann reibt man weiter. So. Da sind wir schon. Bum, 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 bum. Es poltern die Waffen. So. Kollegen. Ah, Federal Gunship. Ist das Heike? Nee. Matthew Harvey. Okay. Ist gesucht und im Geschwader. Scheiße, Geschwader, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wer fliegt denn da mit dir? Okay, es ist eine kompetente Eagle, also auch schon gefährlich genug, wie wir ja gelernt haben. Ich scanne dich jetzt trotzdem mal. Einfach mal just for fun, falls du noch angegriffen wirst und wir im letzten Moment dann doch noch eingreifen. Möchte ich dich vorher gescannt haben. Was würdest du bringen? 172 fast. Ja, das wäre nice. For real. Das wäre very nice. Also über die Wendigkeit von der Cobra MK3 kann man sich auch definitiv streiten, würde ich sagen.
so ein bisschen Sache für sich. Irgendwo wird gekämpft, gell? Aber es ist hinter uns irgendwo, glaube ich. Eine Anaconda! Viel interessanter. Die bringt auf jeden Fall mehr Kohle. Und auch Punkte wahrscheinlich für unser Community-Event. Scansy Baby. So, und? 224, das wäre doch mal eine Entschädigung für den Rest der schiefgelaufenen Folge, oder? Was meint ihr? Absolute Entschädigung. Wenn wir da unseren Teil abkriegen. Und jetzt gehen ja auch gleich die Schilde flöten. Na? Doch etwas hartnäckig, aber eine Anaconda halt, ne? Der legt man sich freiwillig alleine vor allem oder auch zu zweit ungern an. Die schildert nach, die Sau. Die schildert nach, die Sau. Tut man sowas? Come on, baby, light my fire. Wow. Schaut ihr so aus, als würde sie die anderen niedermetzeln und nicht umgekehrt. Wir verfolgen sie jetzt dennoch mal. Ich möchte dieses Bounty haben. So. Lassen sie sich alle in Ruhe, weil sie Schiss haben, gell? Ich auch. Ich verfolge dich mal. Ich bleibe in deinem Windschatten. Und da hat jetzt echt keine Lust, dich anzugreifen, gell? So wie es ausschaut. Aber irgendwo wird schon wieder gekämpft, ich höre das doch. Frage ist nur wo. Wo wird hier schon wieder gekämpft? Ja, scanne mich nur. Ich hab nix. Ich höre doch Schüsse hier überall. Dann drehen wir uns halt mal im Kreis. Eine Runde Karussell fahren hat auch noch niemanden geschadet. Hört ihr die Laser im Hintergrund? Hallo Leute, ich will mitmachen. Wo seid ihr? Versteckt euch hinter den Asteroiden. Also ich sehe hier nichts. Komm, kleine Anaconda. Werde bitte angegriffen. Wirst du aber nicht. Was bist du denn? SP-Scout. Sauber. Die mag keiner angreifen, gell? Nachdem sie jetzt zwei Schiffe platzen hat lassen, hat sie sich den Respekt verdient. Aber jetzt. Ich sehe, jetzt wird sie bewallert. Oh, jetzt geht's gleich rund. I see. Aber ist die Frage, wie schnell die natürlich jetzt die Schilde auch runterkriegen und ob sie eine Chance gegen die Anaconda haben. Es ist natürlich echt eines der krassesten Schiffe, meines Erachtens nach.
schönes Schiff im Übrigen, ne? Wenn man das mal aus der Nähe so betrachtet, ein wirklich sehr schönes Schiff. Und wieder platzt einer. Ja. Anaconda, du bist giftig. Ist alle in deinem Würgegriff. Wow, das war voll knapp. Scheint hier so eine inoffizielle Gang zu sein hier, oder? Ah, gesucht, Dreiergeschwader, ist tatsächlich ein Geschwader. Und die Anaconda wird wieder attackiert. Wahrscheinlich nicht lange. Wenn hier als genauso inklusive mir nur so Schipperchen rumschwirren, die machen der Anaconda natürlich nicht viel aus. Aber jetzt haben wir ein Schiff dabei, das ja anscheinend wirklich einheizt, wie man am äußersten Schildring sieht. So. Ah, der zweite wird auch schon ein bisschen eingeknickt. Vielleicht klappt es diesmal. Und vielleicht schalten sich noch ein, zwei Schiffe jetzt, wo sie sehen, dass es erfolgreich wird, mit ein. Und wir sowieso auch. Haben wir ja gesagt. Sobald so ein bisschen was von der Hülle runter ist, greifen wir mit ein in das Spiel. Sie schildert nach, so wie es ausschaut. Wow! Ah, Scheiße! Ah, das wollte ich doch gar nicht! Das wollte ich doch gar nicht. Ah. Okay, meine Schilde laden wieder. Aber ich habe wenigstens ihre runtergebracht. Und jetzt können wir mit eingreifen. Yes! 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 Geil! Und wir haben schon was. Es ist genial. Wir haben uns noch nicht am Community Goal angemeldet. Macht aber nichts. Das machen wir jetzt noch schnell. Und dann gehen wir auch gleich die erste Ladung ab. Würde ich vorschlagen. Ah, und ich lebe noch. Sehr schön. Oh. Na, das war jetzt eine schwere Geburt. Ich hoffe jetzt, dass es eben dann in der 50. Folge deutlich besser wird. Und eigentlich gehe ich sogar ziemlich fest davon aus. Aber das war jetzt auf jeden Fall eine schwere Geburt, würde ich sagen. Eine wirklich schwere Geburt. Aber ich habe wieder Blut geleckt und es macht mir schon wieder Spaß zu kämpfen und zu fighten und zu ballern. Ja, ich würde mich gerne ein Ziel ausrichten, aber das ist leider hier inmitten von Gedönshaufen. Aber ich habe es geschafft. Mein Schiff ist bald im Eimer. Hilfe! Sagt Foto. Tja, dann mach nochmal schnell ein Selfie, bevor du verschwindest. Ah, yes, sir, that's my lady. No, sir, I don't say maybe. Und es sieht doch gut aus. Kanai Enterprise. Bisschen einen Rumpf haben wir verloren, ist aber nicht dramatisch, weil wir ja schon so gut wie da sind. Dann melden wir uns gleich beim Community Goal an, das habe ich nämlich zu Beginn der Folge noch vergessen.
reichen die ersten Bescheinigungen oder die erste Bescheinigung ein und dann kommt's gleich zur Umfrage. Und warum ich euch gebeten habe, durchzugucken, trotz der Fails, ist ganz einfach, weil ich möchte, dass ihr entscheidet, ob wir den Livestream gesondert machen werden oder ob wir ihn in Kombination mit der Elite Dangerous Playlist vollziehen und sozusagen ein Jubiläums-Livestream machen, als Folge auch für die Elite Dangerous Playlist gleichzeitig. Ich möchte, dass ihr da mitentscheidet. Würde mich freuen, weil der Kanal soll ja interaktiv sein und eben auch für euch so, dass ihr jederzeit mitmachen könnt und eben auch Entscheidungen mitfällen dürft und könnt und auch sollt, bitte. Sorry. Ja. Und deswegen kommt jetzt dann gleich, sobald wir auf der Station sind, oben rechts die kleine Umfrage, wo ihr dann anklicken könnt, wie ihr es haben möchtet. Und wenn euch das zu doof ist, könnt ihr natürlich auch gerne einen Kommentar einfach unter dieses Video schreiben. Ja, genau. Und jump! 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 Na komm schon! Lass mich rein, du Sau! Ja, Server hängt wieder ein bisschen. Leggy Leg, Leg Day. Legger Day Night Fever. Komm, lass mich raus! Ich möchte landen. Gracias. Genau. I will try to land safely. And I will get it. Falsche Seite. Macht nix. Nee, automatisch landen, ja, könnte ich. Mache ich jetzt aber nicht. Ich habe mir das echt angewöhnt, selbst zu landen. Und möchte das auch ganz gern in Zukunft beibehalten. Boah, der sah ja cool aus, oder? Nicht schlecht. So. Boah. Ganz schön behäbig, wie gesagt. Nein, 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 du sollst nicht automatisch landen. Ich mach das selber. Den bauen wir jetzt auch aus, den Kollegen. Den möchte ich definitiv hier nicht drin haben, weil ich das selber machen möchte. Genau, das mach ich selbst. Ah, er lässt mich nicht. Er lässt mich ums Verrecken das nicht selbst machen, aber das ist echt ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Ah! Ah, jetzt steuern wir sogar noch dagegen, damit es kontraproduktiv ist. Ja, sag mal, also das ist ja echter Wahnsinn. Da werde ich ja richtig aggressiv. Wenn ich nicht das machen kann, was ich gerne möchte, dann finde ich das höchst ärgerlich. Ganz im Ernst. Nee. Dieser doofe Landeautopilot wird sofort ausgebaut. Erstmal alles auftanken, reparieren und auffüllen. Und dann gehen wir in den Ausrüstungsdock. Das möchte ich noch schnell, bevor wir zum Community Goal kommen, erledigen. Genau. Optional. Dich brauchen wir nicht mehr. Das könnte man dann ansonsten noch einbauen.
Schildzellenbank vielleicht, ha? Huh? Ja. Das ist mal eine gute Idee. Und eine, denke ich mal, recht gute Anschaffung. Feuergruppe müssen wir noch kurz anpassen, natürlich. Ich würde sagen, ich lege dich auf die 2. Genau. Was haben wir hier? Düppelwerfer. Ja, das passt eh ganz gut zusammen. Das ist okay. So, so können wir das lassen. Und dann gehen wir jetzt auch, wie gesagt, in das schwarze Brett, in die Community Events. Bitte warten. Please hold the line. Jawohl. Und hier haben wir die Kopfbescheinigung. Bordkanal Enterprise System Blido Kipiru. Da sind wir auch gerade. Melden wir uns an. Wir melden uns auch für das andere übrigens mal an. Da kann man nämlich ein bisschen was liefern und so. Und eventuell kann man das auch verbinden, dass man sagt, okay, man holt irgendwo was und kämpft dann ein bisschen und holt sich Kopfgeldbescheinigungen, wie auch Waren, die man dann daher liefert. Und dann kann man beide Goals bedienen. Ich denke, das ist immer rentabel, wenn sich das anbietet, beide gleichzeitig zu machen. Nehmen wir also auch mal mit. Zeit haben wir ja noch genug. Nämlich ganze 5 Tage und 3 Stunden. Das sollte jetzt auch reichen. Für den Livestream oder sogar die 50. Folge. Genau, und oben rechts seht ihr jetzt dann eben gleich dieses Ding, wenn es nicht schon eingeblendet ist, wo ihr in der Umfrage teilnehmen könnt. Ja, dann, genau, können wir noch die Kopfgeldbescheinigungen einliefern. Genau. Okay. Das sollte, ich dachte, es waren irgendwie 200.000, habe mich da jetzt irgendwie getäuscht. Ach, das war, das andere Kopfgeld ist nicht für das System gedacht, deswegen nur partiell ein Teil davon, aber jeder Großteil passt schon. Ist in Ordnung. Nee, klasse. Vielen, vielen Dank, liebe Leute, dass ihr durchgehalten habt und die Folge mit unserem Let's Fail Elite Dangerous heute auch erfolgreich überstanden habt, genauso wie ich. Ja, für alle, die neu sind, wie gesagt, läuft normalerweise etwas professioneller ingame-mäßig. Könnt ihr gerne mal in der Playlist gucken. Und ansonsten, wenn es euch dennoch trotz der Fails gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr ein Like gebt oder ein Feedback oder eben an der Abstimmung teilnehmt oder jetzt rechts unten einfach den Abo hier Button klickt, die Glocke aktiviert, dass ihr jederzeit wisst, wie es weitergeht, wenn es wieder heißt Let's Play Elite Dangerous Beyond zusammen mit Dangerous LP. Bis dahin, fly safe.